Ich möchte jetzt Kai Ostermann hier bei mir begrüßen im Studio. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Leasing. Herr Ostermann, lassen Sie uns ein bisschen über Internationalisierung sprechen. Sie begleiten Kunden auf ihrem Weg ins Ausland. Wie konkret sieht das aus? Was machen Sie? Wie unterstützen Sie? Ja, also unsere Auslandsstrategie, die sieht vor, dass wir Investitionen und Handelsströme begleiten. Das heißt, wir legen generell Wert darauf, dass wir einen deutschen Bezug haben. Umgekehrt formuliert, wir gehen in kein Land, um dort lokales Geschäft einfach nur zu machen, sondern wir sind Partner des deutschen Mittelstands, begleiten die bei ihren Exporten und bei ihren Direktinvestitionen. Das insgesamt in 22 Auslandsmärkten, in denen wir eigene Tochtergesellschaften vorhalten. Und es ist für uns ganz wichtig, dass wir das auch tun können mit kleineren Beträgen. Also bei uns beginnen diese Investitionen so ab 100.000 Euro. Also wir sind wirklich auf mittelständischen Bedarf dabei eingestellt. Können Sie ein Beispiel geben? Können Sie zum Beispiel sagen, um welche Branchen es da besonders geht, wo besonders viel Dynamik ist? Ja, also natürlich ist es im Wesentlichen das, man kriegt ja häufig mit, Hidden Champions ist so ein Schlagwort, was häufig gebraucht wird. Also deutsche hochspezialisierte Unternehmen, die sich durch eine hohe Produktqualität auszeichnen und die dann verstärkt eben auch internationalisieren ihr Geschäft. Vielleicht gar nicht so bekannt sind hierzulande. Teilweise gar nicht so bekannt sind. Das sind Unternehmen, die manchmal 100 Millionen oder Umsatz machen. Also nicht die ganz großen, nicht die DAX 30, nicht Großunternehmen, sondern da sind auch welche dabei, deren Namen man spontan nicht kennt, die aber in ihrem Segment Marktführer sind, teilweise im Automobilzulieferbereich, andere Industrien, da findet das statt und die begleiten wir bei ihren Investitionen. Da gibt es auch gemeinsam mit Sparkassen schon mittlerweile sehr, sehr schöne Beispiele, wo wir Fälle haben, wo wir Kunden in die USA, nach China, auch in Westeuropa hier begleitet haben. Wenn Sie jetzt von den Regionen sprechen, wenn Sie die Weltkarte vor Augen haben, was sind denn die Märkte, wo Sie die größte wirtschaftliche Dynamik derzeit sehen, von den über 20 Zielmärkten, die Sie eben gesehen haben? Also wenn wir die letzten Jahre sich anschauen, hat sich dieses Gefüge schon deutlich geändert. Und wir haben im Grunde heute so drei Räume. Einmal den amerikanischen Markt, wir haben Europa, was sich eher in der Konsolidierung, teilweise in der Rezession befindet. Und wir haben den asiatischen Markt. Und dieser asiatische Markt hat natürlich erheblich an Bedeutung gewonnen. Und da sind wir auch vertreten. Wir sind mit einer größeren Tochtergesellschaft in China und stehen auch da eben unseren Kunden zur Verfügung. Haben Sie denn noch ein schönes Erfolgsbeispiel von einem Fall, der Ihnen jetzt sehr präsent ist, wo das Geschäft sehr gut geklappt hat? Ja, also ein besonders schönes Beispiel ist, wir haben mit einer kleineren Sparkasse zusammen, Sparkasse Hanauer Land, mit denen haben wir zusammen einen Kunden, einen Mittelstandskunden, der in die USA gegangen ist. Den haben wir begleitet, da lag schon ein Angebot auch einer großen, der größten deutschen Geschäftsbank lag vor. Und wir konnten durch gutes Zusammenwirken mit dem S-Country Desk, mit der Sparkasse und unseren Kollegen in Amerika vor Ort, konnten wir die noch aus dem Feld schlagen und konnten diesen Kunden eben auch und seinen Bedarf konnten wir decken. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn dort die Kräfte eben auch gebündelt werden und man das angeht. Ein glücklicher Kai Ostermann, also bei mir hier im Studio von der Deutschen Leasing. Herr Ostermann, dann wünsche ich Ihnen noch interessante Gespräche, einen interessanten Austausch hier in Dresden. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Werde ich haben. Vielen Dank.